Hi, na? Bereit für neue Curry Maps? Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also könnte eigentlich nur cool werden, oder? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. In der letzten Folge haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen in der Küche rumstibitzt mit dem Tobi. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, gerne reinschauen. Ist auf jeden Fall lecker, Schmecker, würzig, gut geworden. Und ja, heute haben wir neue Curry Maps am Start. Und ich bin gespannt. Es sind auf jeden Fall einige Leckerbissen dabei. Hoffe ich zumindest. Also es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich guck mal gerade, ich sortiere mal gerade ein hier. Installiert. Da müssen wir mal gucken. Aber ich bin auf jeden Fall. Also was wir heute als erstes machen, ist auf jeden Fall ganz klar die Regenbogen-Map. 100% der Regenbogen ist heute allgegenwärtig, Leute. Wo ist er denn überhaupt? Wo ist der Regenbogen? Da. Currywurst Regenbogenland. Wir sind Fabi und Jan, reite den Regenbogen. Und ich wollte noch nie so den Regenbogen reiten wie heute. Fabi und Jan, macht euch auf was gefasst. Jetzt werdet ihr geritten, Freunde. Also der Regenbogen. Eure Map. Mann, Mensch. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Hört sich ja eigentlich erstmal sehr friedlich an, ne? Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, liebe Freunde. Man weiß ja nie. Ich bin auf jeden Fall. Wir gucken einfach mal. Wir schauen uns das Ding an. Ich freue mich drauf. Wir können mit Dennis und mir spielen oder mit Tobi und mir. Und ich würde sagen, wir machen mit Dennis auf jeden Fall mal heute den Start. Und das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Ich bin gespannt, Leute. Oh, geil, ey. Da möchte man doch am liebsten das Messer von Dead by Daylight rausholen und einfach wieder durchstarten. Ach du Scheiße. Woo! Ja. Das wäre es dann gewesen mit der Map. Ach du Scheiße, was kommt denn da auf mich zu? Leute, ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern heute. Okay. Ich hoffe, es gibt viele Checkpoints hier. Ach du Scheiße. What the fuck? Was ist hier los? Alter, was? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin nicht ins verkackte Ziel gekommen? Du blauer Drecksball. Also es war gerade ein bisschen verwirrend, ne? Aber ich dachte, ich wäre im Ziel. Alter, so ein Kackball. Das ist ja unfassbar. Wie unfreundlich. Das gibt's doch nicht. So, jetzt mal langsam und ein bisschen aufpassen hier. Vorsichtig. So. Nein! Du Drecksball! Ich hasse diesen Ball jetzt schon, ne? Wenn der da nicht stehen würde, dann wäre alles fröhlich. Aber nein. Es muss immer alles traurig sein. Hui, Zeitlupe! Alter. Nein, wir sind hängen geblieben. Scheiße. Also das. Man weiß schon länger, dass ich hängen geblieben bin, aber nicht so. Ja. Okay. Checkpoint. Und da ein bisschen langsamer. Ey, das gibt's nicht, dieser Drecksball! Okay, vielleicht sollten wir versuchen ein bisschen. Aber das ist da. Das geht halt quer runter da irgendwie. Das sieht irgendwie von hier aus wie ein Pimmel. Aber da ist ein Regenbogen, Leute. Ist alles dasselbe. Alles, falls euch irgendwann mal denkt, ey, da vorne, das sieht aus wie ein Pimmel. Nein, es ist ein Regenbogen. Merkt euch das, ist ein Regenbogen. Es gibt auch Regenbogen-Pimmel, aber da wollen wir jetzt nicht tiefer in die Materie einschreiten. Das ist nicht so toll. So, Ball. Geh weg. Nicht dein Ernst, Kevin. Du bist so ein Spastenkind. So ein Spastenkind, Kevin. Wie kann man denn so dumm sein, den Ball ausweichen und dann gegen die Kanone fahren? Ich will den Kanonenball treffen. Also, Kevin, also manchmal, da wundere ich mich, dass du überhaupt den PC hier anbekommst, ne? Also, das ist manchmal echt traurig, Kevin. Muss man einfach sagen. Es ist manchmal echt traurig. Also, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist halt so, ne? Da muss man auch mal der Realität ins Auge blicken. Und einfach mal sagen so, ja, nee, das geht so nicht. Ja, Baby! Checkpoint! Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wir fahren jetzt einfach mal hier runter, bevor hier noch... Was? Hä, wir sind doch voll da durchgefahren. Nein, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Nein. Oh Gott. Kevin, es tut mir leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dennis war es, glaube ich. Was für... Also, was in aller... Was?
Was zum Teufel haben wir da gerade gesehen, Leute? Warum gehen die Minen hier drauf? Was soll der Scheiß? Oh Gott. Okay, Checkpoint, alles, das ist alles, was zählt. Ist mir scheißegal. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier runter. Kevin, Was? Was passiert hier gerade? LOL. Oh mein Gott. Ja. Wunderschön. Ein Träumchen. Also ich meine, guckt euch diesen Bluttrichter an. Ist das nicht ein Träumchen? Jetzt kommt auch noch ein Ärmchen nachgerutscht. Es ist einfach... Ist gemütlich. Gemütlich. Okay, Kevin, halt dich fest. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Oh Gott. Oh mein 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 Gott. Wie geil ist das denn bitte? Woo! Alter! Ey, ich liebe diese Karte bisher. Bisher mit Abstand die geilste Karte, muss ich sagen. Also bisher von den Zuschauerkarten her, mega. Ja, beschissenste Karte der Welt. Och Mann. Egal, alles cool. Wir haben den Checkpoint geschafft. Wir haben den Regenbogenfly geschafft. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Ich habe leider... Ach doch, ja, Jan und Florian war es, glaube ich, ne? Leute, bisher richtig, richtig geile Arbeit. Vor allem, das ist einfach mal was Schönes, weißt du? Ist einfach mal schön. Ist zwar anstrengend, aber es ist machbar. Also ist alles machbar. Ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, Leute. Alle Maps waren geil. Vielen Dank, dass alle mitgemacht haben. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, jede einzelne durchzuspielen. Aber diese bisher, muss ich einfach sagen, macht mir am meisten Spaß und ich habe keinen Bock mehr. Mann! Nee, ist einfach so. Macht einfach am meisten Bock bisher. Ist einfach klipp und klar so gesagt von mir. Wir müssen nur ein bisschen mit mehr Tempo hier durchfahren. Sonst haben wir ein bisschen Probleme. So. So. Jawohl. Jawohl, Checkpoints. Siehst du, guck mal, wie gut die Checkpoints platziert sind. Die sind genau bedacht, weißt du, nicht zu wenig, nicht zu viel. Ja. Toll. Mann. Das Ding ist, jetzt müssen wir auf diesen Baumstamm kommen, auf dieses dünne Stickchen. Und das wird echt tricky. So, da können wir mal eben anhalten. So. So, jetzt wird's nämlich lustig, Leute. Jetzt müssen wir wirklich mit Gefühl hier lang düsen. Und dann können wir... Hä? Also bitte, also das, nein. Also das ist jetzt gerade, nein, nee, also, nee, ja, nee, also nee, das wüsste ich, Leute. Also was war das denn jetzt gerade? Also mal ernsthaft. Oh Gott, warum sind wir da, was? Warum ist das so böse? Florian und Jan, hm? Okay. Ganz langsam. Nein. Hä? Wie assig ist das denn? Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Warte mal, haben wir hier eigentlich, oh. Kevin, wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass du einfach zu scheiße für solche Sachen bist? Für irgendwelche Tastenkombinationen, für irgendwelche Knopfdrücke, für irgendwelche Programme, für irgendwelche Aufgaben. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du einfach behindert im Kopf bist, Kevin? Hm? Wie kann man denn da so blöd sein und das neu starten, Kevin? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich würde sagen, wir haben es ja sehr weit geschafft. Also es ist und bleibt eine mega coole Map. Wir hätten halt über den Block noch gemüsst und dann wären wir im Ziel gewesen, Freunde. Ich würde sagen, wir lassen das gelten. Wir können das natürlich auch nochmal spielen, aber jetzt nicht. Vielleicht mal in einer anderen Folge. Aber wir haben ja den meisten Teil der Map gesehen und ich habe schon von vornherein gesagt, diese Map ist einfach geil. Ne? Siehst du, das sagt auch der Dennis.
Ich würde sagen, wir lassen es gut sein damit. Also Riesenrespekt, ich gucke nochmal eben kurz, nur sicherheitshalber, ob ich auch die richtigen Namen gesagt habe. Aber ich glaube, es müssten die richtigen beiden gewesen sein. Ich schau mal ganz kurz, Leute. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Rainbow, Rainbow, Rainbow. Fabi und Jan. Genau, nicht Florian. Jan und Fabi. Genau, Fabi und Jan. Vielen Dank an euch beide. Danke für die Mühe. Und wir haben es eigentlich geschafft. Also wir sind ja fast durch gewesen, Leute. Wir sind fast durch gewesen und ich würde sagen, es war auf jeden Fall... Es war sehr, sehr schick. Es war sehr, sehr schick. Es war sehr toll. Und ich würde sagen, zum Schluss... Also, nee, nicht zum Schluss. Wir haben ja noch viel Zeit hier. Wir haben noch viel Zeit. The Grotte. Spielen wir The Grotte. Hört sich deutsch an, Grotte. Aber es sieht nicht... Also, es hört sich halt nicht an wie eine Map für mich. Es hört sich an nach The Grotte halt. Und wir fahren mit... Was? Entschuldigung. Wissen Sie, wo es hier zur Cheesecake Factory geht? Wissen Sie das? Hallo? Also ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Also wenn Sie jetzt da nicht... Wenn Sie da vielleicht mal runterkommen könnten... Okay, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ab in die Grotte. Ab in die Grotte! Hey, ja, ganz viele tote Menschen. Ach ja, das ist doch schön. Toll. Ja. Was zum Teufel passiert hier gerade? Was ist hier los, Pan? Tut dir die Luft nicht gut, oder was? Ist irgendwie alles okay, Pan? Hä? Alter, das macht mir ein bisschen Angst gerade. Das macht mir gerade... Was? Was zum Teufel? Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh mein Gott, das sieht wunderschön aus. Das ist wie ein Kunstwerk. Was ist mit diesem Körperteil los? Hallo, ich mache einen Ratschlag. Leute, was ist das hier für eine Karte? Will da irgendwie jemand seine Träume ausleben oder wie oder was? Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Wir sind irgendwie unaufhaltsam, wurde uns gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber Dankeschön. Danke, Strecke. Das ist sehr nett gewesen. Also ist eine coole Strecke. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt das Falsche sage, dass der mich umbringt und mich aufsucht. Deswegen. Ich sage es einfach mal. Ist eine gute Strecke. So. Schinkengeldbeutel. Kreis ist übrigens jemand, der. Ist auch ein YouTuber. Das wusste ich auch mal. Hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür. Hallo, ich möchte hier zum Ausdruck bringen, dass ich mich bei meinem Goldhamster namens Klobrille bedanken muss. Er hat mich immer unterstützt und er hat immer gut gekocht. Danke fürs Spielen, PS-Kreis. Ich wünsche dir einen kotigen Trip hier im Sprüsching... Was? Im Sprüsch... Egal. Wir schauen rein und nächste Folge geht es auf jeden Fall weiter mit neuen Curry-Maps. Ich will nicht alle immer so wegballern. Ich will alle immer in Ruhe vornehmen. Was? Ja, das war ja schön. ich soll mich einfach nicht bewegen. Habe ich recht? Tschüss, Kevin. Nein, warum denn? Warum? Es war nicht Kevin. Es war, ich bin Kevin, der Fahrer. Bin ich Kevin? Nee, ich bin der Fahrer, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall Kevin. Also, das ist schon mal, das steht fest. So, jetzt durch. Durch, durch, durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, wie böse ist das denn jetzt bitte hier? Okay. Okay, fertig. Vorne, Pono nach vorne. Nice. Checkpoint haben wir schon mal. Ist auf jeden Fall sehr idyllisch bisher. Kevin hängt locker in der Kurve. Oder Dennis, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin's. Ja. Das war ja schön. Ein Träumchen. Ein Träumchen, Leute. Also bisher ist noch okay. Also ist doch nicht so schwer. Das kann sich natürlich rapide ändern. Ja, Kevin. Du sollst einfach da runterfahren. Was ist so falsch bei dir? Bitte.
So. Was war daran jetzt so schwer, Kevin? Hm? Oh shit. Wir schaffen's noch. Wir schaffen's nicht mehr. Leute, wir können es nicht mehr schaffen. Wir müssen es einfach mit voller Pulle machen. Wir müssen ein bisschen schneller unterwegs sein. So, Kevin, jetzt aber. Komm. Volle Pulle voraus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wunderschön, Kevin. Jetzt einmal rein ins Ziel. Jawohl. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Jetzt geht's hier auch direkt schon weiter. Ach du Scheiße. Ist aber eine coole Map. Also, ist auf jeden Fall... Fallen sind da. Kann man erkennen. Ich sehe Bälle, schwarze, bombenartige Bälle fliegen. Das macht mir ein bisschen Angst, aber ist okay. Ist vollkommen okay. Ist in Ordnung. Ach du Kacke. Nein! Warum? Es hätte alles so schön sein können. Bitte, Spiel. Och, Manu. Okay, jetzt in Ordnung. So, jetzt einmal bitte Stopp. Vorsichtig, Kevin, vorsichtig. Ab in Checkpoint. Jawohl, das sind gute platzierte Checkpoints, Leute. Dann kann man sich auch mal aufregen. Oh Gott. Nein, nein, nicht so aufregen. Ich finde zwar immer gut, wenn die Karte einen gewissen Bums hat, aber nicht so, Leute. Das ist doch Folter, ist das. Oh Gott, vorsichtig, vorsichtig. Ganz mit Gefühl. Mit Gefühl, Leute. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es ist so nett. Bertha, ab ins Ziel. Nein, nicht drüber fliegen. Flieg jetzt nicht drüber. Du fliegst drüber, oder? Das ist nicht dein Ernst. Der fliegt einfach wie so ein Kackspast übers Ziel. Oh, bitte. Bitte hab Erbarmen. Spiel, bitte. Ganz langsam und dann ins Ziel. Einfach rein. Einfach rein. Und jetzt nochmal. Volle Pulle! Der fliegt schon wieder drüber. Nein, fliegt er nicht. Yes, Baby! Genau so muss man das machen, Leute. Einfach abwarten und dann, wie Dennis hier oder wie ich weiß es, ich habe es gerade wieder verpeilt, einfach wie einer von uns beiden einfach Gefühl haben und einfach genau im richtigen Moment so... Pff. Und dann ist alles in Ordnung, Freunde. Dann ist einfach alles in Ordnung. Ja. Gut. Ich würde sagen, zum Abschluss, ne, versuchen wir nochmal eine kleine Strecke hier. Die habe ich ja gerade noch gesehen. Die wollten wir ja gerade machen, oder ich wollte sie gerade machen. Hier, blending in, hop into a blender and take some people with you. Hört sich sehr schön an, Freunde. Da wird auf jeden Fall gekuschelt. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den Larry heute wieder. Wir machen uns halt mal einen heute den Larry, ne. So, wo ist das Ding? Ich würde mal sagen, da, oder? Rein. Rein in Blender und ab in die Zeitlupe. Oh ja, das wird schön durchgemixt hier. Ist das nicht ein Träumchen, wie alle Gemeinschaften hier zusammenkommen? Wir haben sogar den unteren Propeller eingeklemmt. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Wie so ein Blutmobile. Zeitlupe. Nein, das war neu gestartet. Kevin, du bist echt dumm. Du bist dumm. Alter, mit dem Auto. Wie geil. Ja, Leute, volle Pulle. Jetzt ein Mad Eagle, ne? Leute, das wär Traum. Ach, Pan? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut! Ich lüfte nur eben durch! Ich lüfte eben! Curry! Entschuldigung. Ja, ist okay. Wir haben's alle verstanden. Vielleicht noch einmal mit dem Tobi rein. Ich liebe solche Karten. Sie sind zwar so simpel, ne? Aber macht einfach so lustig. Zeitlupe. Ja. Wunderschön. Wunderschöne Stimme. Ist einfach ein Träumchen. Was für eine wunderschöne Stimme, Leute, oder? Okay, wir haben genug gesehen. Wir haben genug gesehen. Wir machen noch einmal mit dem Bollerwagen und dann ist alles in Ordnung. Kevin, komm. Oh, Kevin ist, glaube ich, ein bisschen... Bitte haltet euch die Augen zu, Leute. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, nein, das machen wir nicht. Nein, nein, stopp. Stopp. Bitte hören Sie auf damit.
Wir stellen uns jetzt einfach hier oben hin und machen einen Blumenkreis, okay? Ich will immer absteigen und die dann verprügeln oder so. Warte mal, ich mach nochmal. Ich schub's die mal rein, okay? Ich schub's die einfach nur mal rein. Rein mit euch. Stopp! Nein, nicht ihr! Pan! Okay. Okay. Stopp. 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 Ganz ein Dings da. Dennis. Ich schreibe ihn jetzt einfach. Stirb. Alter, ich bin fertig. Der bekloppt. Liebe Grüße an Dennis, ne? Könnt ihr ja auch mal raushauen da, Leute, ne? Könnt ihr ja auch mal ein bisschen raushauen, ne? Ist ja alles in Ordnung da, ne? Freunde, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute wieder. Wir haben noch einiges an Currykart und wenn ihr Bock habt, baut welche. Ich kann es immer nur wieder sagen, es waren auch sehr viele Leute auf der Gamescom, die gesagt haben, Curry, es macht so viel Spaß bei Guts and Glory und ich kann es nur zurückgeben. Es macht wirklich sehr viel Spaß, wie wir das gemeinsam hier durchspielen. Es gibt immer wieder was zu lachen und wenn ihr genug habt, dann sagt ihr einfach Bescheid, dann spielen wir oder anderes, Freunde, ne? Hauptsache, wir machen das gemeinsam und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend und dann sehen wir uns. Ich gehe jetzt erstmal duschen, weil ich bin komplett nass geschwitzt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sehen kann, aber danke. Tschüss. 3, 2, 1, yo! Okay. Ciao! My heart is falling too.